Mann, Mann, Mann. Trump will Merkel nicht die Hand schütteln. Eine russische PR-Firma lässt eine nackte Frau mit einem Waschbären rumtollen, was dann allerdings gegen russisches Tierrecht verstößt. Und Kollege haut einem Fan voll in die Schnauze. War ja ein interessantes Wochenende. Um nichts davon geht's übrigens in dieser Folge heute. Schön, dann mal los. Hallo, ihr hübschen Menschen! Beginnen wir die heutige Folge mit der tragischen Geschichte rund um Amanda Todd. Ihr erinnert euch. Die traurigen Umstände rund um den Selbstmord dieser jungen Dame haben das Internet für ein paar Tage den Atem anhalten lassen. Wir alle haben uns damals intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir in Zukunft im Netz miteinander umgehen und miteinander leben möchten. Und dann kamen die AfD-Wähler und haben dafür gesorgt, dass die Kommentarkultur im Netz die abgefuckteste seit eh und je ist. Vielen Dank dafür! Yay! Ihr Spastis! Wie dem auch sei, back to topic, Amanda Todd wurde damals von einem Cyberstalker gleich mehrfach mit einem freizügigen Foto, das während eines Livestreams entstanden ist, erpresst. Sie wurde sexuell genötigt und belästigt und obwohl sie alles versucht hat, ihrem Peiniger das zu geben, was er denn verlangt, hat er dieses Bild kurz darauf an all ihre Freunde, Bekannten, an ihre Schule geschickt und damit das Leben dieses Mädchens zur Hölle gemacht. Im Zuge der Ermittlungen dieses Falls stellte sich dann heraus, dass dieser Typ noch 34 weiteren jungen Frauen im Internet das Leben zur Hölle macht, sie erpresst hat, sexuell belästigt, das ganze Spiel. Nun hat ein Richter in den Niederlanden Aydin C., also besagten Cyberstalker, zu 10 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. Viele halten dieses Urteil für recht hart und ja, es ist recht hart. Na und? Für jemanden, der im Netz etliche Minderjährige bedroht und erpresst hat, der billigend in Kauf nimmt, dass er das Leben eines Menschen zerstört, ist das doch wohl das Mindeste, was er verdient hat. Wenn jemand zielgerichtet das Leben eines Menschen zerstört durch Cybermobbing, Cyberstalking, was auch immer, und sich das Opfer daraufhin das Leben nimmt, weil es keinen anderen Ausweg sieht, hat sich dieserjenige ja quasi mit Schuld am Tod einer Person gemacht. Und das quasi ohne Umweg, denn er ist ausschlaggebend dafür gewesen. Meiner Meinung nach ist dieses Urteil also auf gar keinen Fall zu hoch, sondern ein gutes und wichtiges Zeichen. Viel mehr solcher Fälle müssten verfolgt und viel mehr Täter müssten verurteilt werden. Aber ey, was ist eure Meinung dazu? Ist das Urteil gerechtfertigt? Ist es zu hart? Ist es ein gutes Zeichen? Eure Meinung? Gerne mal in die Kommentare. Und hier könnt ihr darüber abstimmen. Nicht nur, weil es mich interessiert, nicht nur, weil Zahlen immer wieder interessant sind, sondern ihr wisst Bescheid, auch nicht zuletzt, für die Klicks. Weiter geht's mit unser aller Lieblingsfilm, How to Fuck Up America in a Year, starring Donald Trump and his staff. Donald Trump verrät jetzt nämlich in einem offiziellen Paper, wofür das US-Budget, also die Steuereinnahmen und alles, was damit im Zusammenhang steht, genutzt werden soll. Kurz gesagt, aufgrund seiner Paranoia erhöht er massiv den Etat und die Fördergelder für Militärzwecke. Nämlich schlappe 54 Milliarden Dollar. Oder wie er es sagt, niemand, aber auch gar niemand, vor allem nicht der böse Russe, darf tollere Atombomben haben als er. Das geht gar nicht. Oder, ich meine, man will sich ja nicht ständig über ihn lustig machen, um Donald Trump einfach mal zu zitieren. Our nuclear is old and tired and his nuclear is tippy-top from what I hear. Genau, seine menschenverachtenden Massenvernichtungswaffen sind viel tippy-toppiger als meine. Oh Mann, buhu! Spaßt. Aber ist ja kein Problem, simple Mathematik hat auch unser Donald verstanden. Wenn er weiß, er muss 54 Milliarden mehr in Militär stecken, klar, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Und natürlich nicht von ihm, weil so viel hat er selber nicht. Das haben aber die Taxpayer, also die Steuerzahler. Quasi muss er einfach umschichten und nimmt das Geld überall da weg, wo es wirklich wichtig wäre. Nur um ganz, ganz, ganz wenige Beispiele dafür zu nennen, er kürzt natürlich beim Umweltschutz, ganz klar. Er kürzt beim Public Broadcasting, also er kürzt auch bei der unabhängigen Presse, logisch, ist ja nur in seinem Interesse. Und er kürzt die Mittel für etliche soziale Projekte und stampft diese damit quasi ein. Und das, obwohl schon etliche Behörden angemeldet haben, dass aufgrund dieser katastrophalen Kürzung finanzieller Mittel etliche Nachwuchsförderungs- oder Bildungsprojekte wegfallen. Aber hey, Chancengleichheit und Bildung, wer braucht den Scheiß? Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wer zum Fick hat sich diesen Finanzplan ausgedacht? Donald Trump selbst? Nein. Naja, obwohl, jein. Verantwortlich dafür ist das Office of Management and Budget. Und nach eigener Aussage ihres Vorsitzenden Mick Mulvaney haben sie sich einfach nochmal alle Wahlkampfreden von Donald Trump angeschaut und dann geguckt, welche Prioritäten er hat, was ihm wichtig ist und haben daraus einfach mal abgeleitet und geschätzt, wie dieser Budgetplan wohl aussehen könnte. Ja, und das ist er jetzt. Herzlichen Glückwunsch, Freunde. Den Finanzplan eines ganzen Landes, basierend auf den Wahlkampfreden eines Mannes, der während dieser Wahlkampfreden Behinderte verarscht.
Herzlichen Glückwunsch. Obwohl, vielleicht haben Sie einfach nur diese Szene gesehen. You gotta see this guy. Oh, I don't know what I said. Oh, I don't remember. Und sich daraufhin gedacht, YOLO, genau so wirtschaften wir die USA jetzt richtig in den Tod. Das ist ein Trauerspiel. Vielleicht sollte man sich einfach nur ein kaltes Bier aufmachen, sich zurücklehnen und dem Schiff beim Sinken zuschauen. Keine Ahnung. Was meint ihr? So, Freunde, kommen wir jetzt noch zu einer Story aus unserer allseits beliebten Kategorie Net to Know. Forscher in Polen haben das berühmte Milgram-Experiment wiederholt. Falls euch das jetzt gar nichts sagt, ganz kurz. Das Milgram-Experiment läuft vereinfacht gesagt so ab, dass eine Versuchsperson von einer Autorität gesagt bekommt, eine andere Versuchsperson, in diesem Falle einen eingeweihten Schauspieler, mit Hilfe von immer stärker werdenden Elektroschocks zu bestrafen, falls diese Person einen Fehler macht oder eine Frage falsch beantwortet. Die Elektroschocks werden immer stärker und die Probanden sollen trotzdem weiter foltern bei falsch beantworteten Fragen, egal wie sehr die Person leidet. Damals, also 1961, war das erschütternde Ergebnis, dass die meisten Versuchspersonen ohne zu hinterfragen in diesem Setting die Befehle der Autorität entgegennehmen und ausführen und immer weiter schocken, egal wie sehr der Schauspieler im Raum nebenan vor sich hinschreit. Nun wurde das Experiment, wie gesagt, wiederholt. Wir Menschen, wir sind doch jetzt aufgeklärter, wir sind doch Empathen, wir können uns in jemanden hineinversetzen. Also, ganz klar, die Ergebnisse der Wiederholung des Milgram-Experiments von 1961 sind heute exakt die gleichen. Was zum Fick? Ja, die Probanden reagieren quasi 1:1, wie damals auch. Sie haben die Anweisungen der Autorität, anderen auf Befehl Schmerzen zuzufügen, ohne es groß zu hinterfragen, ausgeführt. Haben wir uns denn wirklich so wenig weiterentwickelt? Rennen wir denn wirklich jedem Befehl hinterher, der uns gegeben wird, nur weil wir der Meinung sind, der wäre autoritär? Ja, eigentlich schon. Darauf beruht unsere ganze Gesellschaft. Ist das nicht traurig? Aber im Ernst jetzt, klar spielt dieser experimentelle Versuchsaufbau da eine Rolle, aber ich hätte Geld dagegen gewettet, dass Menschen genauso reagieren wie 1961. Ihr hättet mir das nicht vorstellen können und ich bin zutiefst schockiert und scheiß. Ich will wirklich nicht zu einer Rasse gehören, die so unendlich dumm sind. Ich glaube, ich gehe einfach in den Wald und lebe wie, keine Ahnung, Gorilla. Nee, dafür bin ich zu klein. Schimpanse, den könnte ich mich zwar auch nicht anlegen, aber ich kann ja von den Besten lernen. Wie ist das Vieh aus Daktari nochmal? Egal, den suche ich jetzt. So, und während ich im Dschungel bin, habt ihr vielleicht noch Bock, andere Videos zu schauen. Also checkt unseren Gaming-Kanal aus Dr. Freud oder meinen Vlog-Kanal. Passiert diese Woche auch wieder eine ganze Menge. Flip Floyd heißt der Channel, besucht den einfach mal. Link zu allem wie immer in der Videobeschreibung. Bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's nicht gut, macht's besser. Wir sehen uns am Mittwoch oder Donnerstag schon wieder. Mal schauen, was die Woche bringt. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für jeden Support, vielen Dank für jeden Daumen hoch. Bedeutet mir sehr viel, hilft mir wirklich. Und von daher, Community High Five in 3, 2, 1, BAM!